Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Was tun, wenn man an Adipositas leidet, also an krankhaftem Übergewicht, aber keine Diät helfen will? Was ist von diesen Operationsmethoden zu halten, von denen man immer hört, von einer Magenverkleinerung? Für wen kommt das in Frage? Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld, er ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Asklepios West Klinikum in Hamburg und dort leitet er das Adipositas-Zentrum. Schön, dass Sie Zeit haben, mit Dr. Mansfeld. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wenn wir über Adipositas sprechen, über was für ein Übergewicht reden wir denn da? Ja, das ist relativ klar äh, definiert. Es gibt ja diesen Body Mass Index, das ist eine, eine Größe, eine Kenngröße, die das Körpergewicht ins Verhältnis äh, setzt zur Körpergröße. Und ähm, da gibt es Kategorien und da ist von 25 bis 30 ist Übergewicht mhm. bis 25 ist normalgewicht. Mhm. Äh, von drei, ab 30 ist ähm, Adipositas, also Übergewicht äh, und zwar äh, für Grad 1 und 2 und ab 40 BMI 40 äh, ist äh, Übergewicht grad 3 und mhm. das ist. Die krankhafte Adipositas. Krankhafte oh, das System. heißt also so bei 1,75 im BMI von 30 sind glaube ich so 90 Kilo. Von 40 wäre dann schon 120 Kilo. Ja 120, 130. Also Und schon sehr, ist schon doch äh, schon merklich ich. viel. Ne? 130, ja. 140 so ungefähr. Hat, hat das, hat das was zu tun? Einfach so mit mangelnder Disziplin zu Weihnachten? Nein, nein, so einfach ist es natürlich nicht. Es ist eine extrem komplexe Erkrankung, die auch noch gar nicht hundertprozentig verstanden ist. Es wird wahnsinnig viel geforscht, weil es einfach so eine, eine überwältigende Menge von Patienten gibt und Menschen gibt, die übergewichtig sind. In Deutschland sind zwei Drittel der Männer zum Beispiel schon mal übergewichtig. Und in Deutschland wird es geben im Jahre 2030 zwei Millionen Menschen mit einem BMI von über 40. Also dieses beschriebene Format wird dann wirklich sehr, sehr häufig sein. Und für diese Patienten müssen wir, natürlich, müssen wir natürlich Lösungen finden. Aber die Ursachen, die sind halt nicht geklärt, die sind ganz vielfältig, die haben zu tun natürlich mit Verhaltenssteuerung oder mit verhaltensgesteuerten, sage ich mal, Effekten. Aber auch, wir verstehen es auch als neuroendokrinologische Erkrankung inzwischen, weil wir wissen, dass der Energiehaushalt, der ja sozusagen... Die Basis ist für wie wir aussehen, wie wir, was, ja. ob wir adipös sind oder ob wir ja. schlank sind. Ja. Der, der Energiehaushalt der regelt das und der wird sehr komplex geregelt von Hormonen, von Nerven, vom Gehirn und so weiter und so weiter. Und da sind bei Adipositas-Patienten äh, Deutliche Veränderung zu erkennen in Richtung einer eine Konstellation, die dazu führt, dass immer mehr Adipositas ange, angegessen wird, sage ich mal, oder sich so sich, mal ausbildet. Und so ist es praktisch überhaupt nicht ein einfacher Diätfehler zu Weihnachten, sondern es ist nachher ein Kreislauf, der in Gang kommt, der auch praktisch gar nicht mehr alleine aufzuhalten ist, auch durch Diäten nicht. Aha. Und eine Operation kann da dann helfen in Bezug auf diese hormonellen Geschichten? Ja, eine Operation kann langfristig helfen. Also das ist natürlich nicht die einzige, einzige Methode. Wie gesagt, ein sehr sehr multifaktorielles ähm, Geschehen. Sehr viele Ursachen gibt es äh, für die Erkrankung und äh, dementsprechend gibt es auch mehrere Angriffspunkte, ne, da, da zu therapieren. Mhm. Aber wir wissen, dass ab einem bestimmten BMI, ich würde mal sagen ab BMI von 40, ist es extrem selten, dass es Patienten gelingt ohne eine Operation in einen Gewichtsbereich zu kommen, der wieder... Ähm, sag ich mal, normal ist, beziehungsweise etwas dort deutlich reduziert ist. Ja. Warum ist das überhaupt wichtig, dass man, äh, dass man keine Adipose hat? Das ist ja nicht nur die Umfangsvermehrung und das die, 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 ja. Ausmaß des, des Körpers am Ende, sondern es sind die ganzen Begleiterkrankungen, die drohen. Und das äh, fängt an mit, äh, mit endokrinologischen Erkrankungen, wie Zuckererkrankungen, ähm, das geht weiter mit, äh, mit kardiovaskulären Erkrankungen, Herzinfarkt, Gehirninfarkt, die, äh, so wie Sie immer, Schlaganfall. Ja. Ja. Gelenkerkrankungen mhm. und 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 Unfruchtbarkeit bei Frauen, Zyklusstörungen und es gibt eine Unmenge von schlafapnoe syndrom zum Beispiel. Ein ganz wesentlicher Punkt ist fast zu 100 assoziiert mit Adipositas. Also Herz-Kreislauf auch dann. Ja ne? mhm. und die, diese ganzen Folgeerkrankungen sind natürlich für jemanden, der jetzt 40 Jahre alt ist oder 30 Jahre alt ist oder Adipös ist, vielleicht noch gar nicht zu erkennen. Aber sie werden irgendwann kommen. Man hat ein dreifach erhöhtes Risiko für Krebserkrankung mhm. zum Beispiel, neunfach erhöhtes Risiko für Zuckererkrankungen mhm. und so weiter. Und so kann man das für jede Erkrankung genau beschreiben. Und das ist der Grund, warum man unbedingt das therapieren sollte. Ähm, wenn ich so eine Therapie machen möchte, welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen? Ja, sie, sie kennen ihren BMI, sie kennen ihr Gewicht und sie suchen Beratung auf. Und wenn sie auch sagen, wenn sie übergewichtig sind, rein übergewichtig mit einem BMI von 28, 29 und ja, sie dann. haben vielleicht eine schon mal eine Zuckererkrankung oder so, dann haben sie auch nach der Leitlinie für Adipositas-Behandlung haben sie auch Anspruch auf eine Behandlung. Ja, Aber eine Operation? Also eine Operation ist, dafür? wie gesagt, da gibt, es bestimmte, da gibt es bestimmte Kriterien dafür. Das ist relativ. Also ab 40 sozusagen kann man nach entsprechender Vorbereitung, wie gesagt, es ist nicht die Operation alleine, die die Krankheit sagen ich mal, behandelt, sondern es ist ein sehr lang lange laufendes Konzept auch. Ab 40 kann man auf jeden Fall daran denken, ab 35 BMI, wenn man Zuckererkrankung hat, Begleiterkrankung hat, ernsthafte Herzerkrankung hat und so weiter. Auch dann kann man auch daran denken, eine Operation ähm, in, in Erwägung zu ziehen. Ja, ich habe ja. gehört, es also in manchen Fällen ähm, äh, würden Sie dann sagen: Ja, machen wir auf jeden Fall jetzt, also sofort. Oder ähm, ich muss doch so ein Vorbereitungsprogramm durchlaufen. Wir sagen nie, wir machen das sofort. Das können Nein, wir gar nicht machen, weil, wie gesagt, noch mal, es, ist die, <laughs> es ist die Adipose, das ist eine, eine Erkrankung, die man in sein Leben lang hat, die fängt irgendwann an. Die meisten na, wissen ziemlich genau, ab wann sie übergewichtig geworden sind. Mhm. Können viele Patienten einfach angeben. Aber sie haben das ihr Leben lang. Das hört nicht mehr einfach auf. Wir können mit einer Operation an irgendeinem Punkt dieser Strecke eine Hilfestellung leisten. Ähm, so viel abzunehmen, dass man wieder in ein bewegliches Leben kommt, bewegliches Leben mit einer normalen Ernährung kommt, was natürlich essentiell ist, um äh, sag mal, weiter diese, diese Erkrankungs-, die Entstehung, diese Erkrankung zu verhindern. Ähm, und in diesem Sinne behandeln wir die Patienten in unserem Zentrum mit sehr multidisziplinären Ansatz. Wir haben Internisten, Psychologen, Ökotrophologen äh, bei uns im Team mhm. und wir machen mit allen Patienten, äh, auch wenn wir theoretisch sie sofort operieren könnten, ja. machen wir eine Vorbereitung und wir bereiten sie ernährungs, äh, äh, ernährungs, äh, sagen wir mal, psychologisch und äh, von der Ernährung her vor. Sie müssen ein Sportprogramm machen, sie kriegen eine psychologische Begutachtung und Beratung. Und ähm, dann wird entschieden gemeinsam, äh, ob eine Operation sinnvoll ist und äh, ob, sie, ob sie individuell helfen kann. Ja, das heißt aber schon, also noch so ein Vierteljahr nach dem Entschluss wird auf jeden Fall noch ins Land gehen. Dann ja, oder? ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr. Viele kommen ja. zu uns und wissen ja gar nicht, sie wollen, inzwischen kommen schon viele, wollen sich operieren lassen, aber es kommen auch Patienten, die wollen sich ja. einfach nur behandeln lassen und die müssen dann realisieren im Laufe der Zeit. Dass sie, oder im Laufe der Behandlung, dass sie natürlich nicht, meistens nicht von diesem hohen Gewicht runterkommen, in dem, ja. in dem Maße, wie das erforderlich ist. Ja, das heißt aber auch anders, wenn ich eine erfolgreiche Operation hatte, und wir reden ja gleich über die Methoden, kann es ja durchaus dann doch sein, dass ein inneres Teil von mir sagt, ich boykottiere das jetzt und will wieder. Ja. Das kann sein, das gibt es, das wird ja immer wieder gesagt. Ja, also die Patienten, wieder, die können trinken flüssiges Nutella und ja, so, ja. habe ich selten erlebt. Also das, haben wir, das kommt nicht so häufig vor. Und letztendlich, ja. klar, man kann alles konterkarieren. Aber ja, das ja. spricht aus meiner Sicht nicht gegen die, die Operat operative Behandlung der Adipositas, die wirklich extrem erfolgreich ist bei ganz, ganz vielen Patienten. Und es gibt natürlich welche, bei denen ganz wenige, bei denen dann so ein Gewichtswiederanstieg stattfindet. Da müssen wir halt gucken, an welchen, an welchen Ursachen das liegt. Das wird dann nochmal ernährungstechnisch oder ernährungstherapeutisch aufgearbeitet. Und es wird gucken ob vielleicht mechanische Probleme da sind. Mhm. Ganz wichtig ist mir auch noch zu sagen hier, dass natürlich diese Behandlung eine operative, eventuell operative Behandlung der Adipositas in einem Zentrum erfolgen muss, wo tatsächlich auch für die Nachsorge, für die Vorbehandlung gemacht wird und wo für die Nachsorgen auch sich gekümmert wird. Ähm, weil ähm, eben nach so einer Operation können Defizite auftreten im Körper. Da können Vitamine fehlen, da fehlen fast immer Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Und das muss in so einem Zentrum nachgesorgt werden. Deshalb, man schluckt sein Leben lang dann. Man schluckt glaubt. sein Leben lang, aber das sind ja, so kleine, das Stoff, ja, sind Pillen, genau. zwei Stück am Tag, die kosten ja. 30 Cent und das ist deutlich ja. besser, als wenn Sie später ein Sortiment essen von, von sechs oder zehn Blutdrucktabletten oder ja. Diabetestabletten. Ja, ja, also ich ja. denke, das ist, ein, keine, das ist ein guter Tausch auf jeden ja. Fall. Aber wichtig ist, es, müssen, es muss kontrolliert werden. Es muss gesprochen werden, die Patienten müssen angeguckt werden, der Gewichtsverlauf wird kontrolliert und eben immer wieder wird auch Blut abgenommen. Ja, ich glaube auch, weil, weil die... Weil die Ernährung danach nicht mehr so wahllos sein kann wie vorher, oder? Nein, nein, das hat schon zu tun mit Operationsverfahren. Ne? Ja. Wir werden auch gleich darüber sprechen. Ja, genau. Jetzt sprechen wir darüber. Ah, okay. Schlauchmagen. Fangen wir mal damit an. Fangen wir mit dem Schlauchmagen an. Was, was ist das? Schlauchmagen bedeutet eigentlich nur, dass man den Magen, der ja normalerweise so anderthalb bis zwei Liter fasst, verkleinert. Und zwar wird er chirurgisch abgetrennt entlang eines Schlauches, der ungefähr so anderthalb Zentimeter dick ist so dass nachher ein Volumen des Magens von ungefähr nur 200 Milliliter verbleibt und ähm, mehr kann der Patient dann auch nicht essen zusätzlich ähm, wird im Magen diesen Magenanteil, den wir jetzt dann entfernen nachher ähm, ein Hormon gebildet, Grelin, das mhm. einem als ständiges Hungerhormon angeschuldigt wird und das als Hungerhormon funktioniert so dass diese Patienten als auffälligstes Merkmal unmittelbar nach der Operation keinen Hunger mehr haben. Und ähm, einfach, sie trinken Wasser und sind zufrieden und haben dieses Gefühl nicht mehr. Was eben auch zeigt, dass doch auch eine, eine ganz starke Kopfkomponente bei dem Ganzen, äh, bei dem ganzen äh, dabei ist, bei der ganzen ja. Adipose-Dos-Erkrankung. Ja, für wen kommt das in Frage? Oder vielleicht für wen kommt es nicht in Frage? Naja, es kommt nicht in Frage, wenn man äh, zum Beispiel, wenn die Patienten Sodbrennen schon haben, äh, per ja, se, also wenn einer ja, sich ja. über Sodbrennen beklagt, sollte man es nicht machen, weil durch die Druckverhältnisse in diesem Magenschlauch, das ist eine reine mechanische Geschichte, in diesem Magenschlauch ähm, die Säure stärker aufsteigen kann und der Reflux ist ein Problem. Also, wenn jemand Reflux hat, sagen wir, raten wir eher ab davon. Ja. Aber es hängt natürlich, die Verfahrenswahl hängt von den individuellen äh, Gegebenheiten ab. Also, was, wie viel Adipositas ist da, wie alt ist der Patient, was hat er für Begleiterkrankungen? hat er einen Diabetes, hat er einen schweren Diabetes, würden wir nicht unbedingt mit dem Schlauchmagen behandeln, sondern würden wir eher äh, so ein Bypassverfahren wählen. Was, äh, so, wir machen, es gibt zwei verschiedene Bypassverfahren. Das ist chirurgisch technisch. Das eine muss einmal verbunden werden, das andere zweimal. Die, aber die Schlingenlängen sind da entscheidend und so. Das ist aber alles okay, sehr, das führt genau, sehr, sehr geht weit. man, glaube ich, den Magen und bindet das dann direkt genau. an den. Man, man verkleinert den Magen zum ja. einen. Also, es ist eine Kombination aus, diesem, aus dieser Magenverkleinerung und macht praktisch eine Umleitung. Sozusagen, man sperrt den, den Weg vom Zwölffingerdarm bis zu einem Teil von 1,50 Meter entfernt oder einem Dünndarm 1,50 Meter entfernt. Den Weg sperrt man ab und die, ja. man und leitet ihn sozusagen verkürzt also näht diese, diese Schlinge an den Magen und verkürzt damit einfach die Passage ähm, der Nahrung die fließt eben dann nicht mehr durch den Zwölffingerdarm und den oberen Dünndarmanteil sondern ja kommt halt später in den Dünndarm wie eine, wie eine Umleitung warum nimmt man damit ab weil einfach in diesem oberen Dünndarmanteil, das sagen wir 1,50 Meter, sind sozusagen umgeleitet und ausgeschaltet. Diese 1,50 Meter, da wird sehr stark Fett resorbiert und äh, da mm. werden dann sehr stark Nahrungsstoffe resorbiert. Und wir wissen, je länger diese Schlinge ist, die man ausschaltet, desto mehr nimmt man auch ab. Mm. Wie das ganz genau sich verhält im biochemischen Bereich, mm. ist auch weitgehend gar nicht so klar. Wir experimentieren immer sehr viel mit diesen... Längen der Schlingen und so weiter, um da möglichst gute Effekte zu erreichen. Aber auf jeden Fall ist das diese die, 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 Hypo-Resorption, Hypo also es wird weniger resorbiert als normal bei der normalen Passage, das ist schon auch ein entscheidender... Grund mit für eine sehr substanzielle äh, Gewichtsabnahme, die man erzielt damit. Nun bleibt ja der Bypass ein Leben lang, ich mit der Schlauchmagen auch, aber ähm, was heißt das für meine Ernährung danach? Also ich weiß jetzt, ich muss mehr äh, Vitamine zuführen, weil der Darm sie nicht mehr resorbieren kann, der wird ja im Gang in, in diesen Teilen, aber was heißt das für die Ernährung? Ich habe da was gehört, dass man Dinge vielleicht nicht mehr verträgt? Das kann sein. Das ist immer nicht vorhersehbar. Ich habe ja. deutlich habe ich einen Patienten, äh, einen Patienten äh, Pärchen gehabt, die, äh, die ich operiert habe. Die eine hatte nach der Operation plötzlich wahnsinnigen Hyper auf Süßes. Die andere hatte das vorher gehabt und hat es hinterher nicht mehr gehabt. Okay. Ist nicht schlimm. Die, man darf alles essen. Es gibt so eine. Man darf grundsätzlich alles essen. Nur die Zusammensetzung sollte sich halt ändern. Es sollte überwiegend gesundes, äh, gesundes gegessen werden. Nicht so viel zuckerhaltiges Obst. Weniger. Ähm, Sage ich mal, mehr Ballaststoffe, ja. äh, auf Eiweiß muss geachtet werden und so weiter. Also, da sind schon, sagen mal, Ernährungs äh, ernährungsphysiologisch sind einige Dinge zu beachten. Aber auch da nochmal das Plädoyer dafür, man sollte sich in einem Zentrum behandeln lassen, in einem möglichst zertifizierten Zentrum, weil dort sind die Ökotrophologinnen, die sich damit am besten auskennen. Wenn zu mir ein Patient kommt und hat irgendwie ein Problem mit seiner Ernährung, dann schicke ich ihn sofort zu unserer Ökotrophologin, die am allerbesten darüber Bescheid weiß, auch gerade in der Nachsorge. Und, ähm, die, das, das, das muss man wissen und sollte man wissen, aber das ist absolut gut zu handeln. Nochmal zurück: Grundsätzlich kann man alles essen, nur im richtigen Verhältnis. Da gibt es genaue Anweisungen dafür. Man sollte natürlich nachher keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken. Aber vom Essen her gibt es keine Einschränkungen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!